Der Willinger Hausberg, der Ettelsberg. Auch in Zeiten von Corona ist Willingen mit seinen Attraktionen und seiner einmaligen Natur einen Besuch wert. Ja, wir stehen hier auf dem Hausberg der Willinger, dem Ettelsberg. Und was hat Corona verändert? Wie sieht es aus? Bisher sieht es so aus, dass es ein ganz normaler Willinger Sommer ist mit gut besuchten Einrichtungen wie die Seilbahn, die Wanderwege. Für die Gastronomen wird es allerdings schwer. Wir sind hier an der Ettelsberghütte und haben mit Jürgen von der Heide gesprochen, dem Sohn von Sigi von der Heide. Und da sieht es so aus, dass man gerne mehr machen könnte, machen wollte, aber durch die Corona-bedingten Einlassungen die Leute ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Die viele Einrichtungen, Events sind nicht möglich so in diesem Sinne. Und das bedauern also Sigi und seine Mannschaft sehr. Aber man blickt optimistisch nach vorne und hofft, dass die Corona-Änderungen nicht so durchschlagend sind und demnächst vielleicht auch weitere Möglichkeiten hier auf dem Ettelsberg bestehen. Was natürlich nicht möglich ist, die Open-Air-Veranstaltung, es wäre jetzt im Willingen an der Zeit, auch nicht möglich. Zum Beispiel die bekannte Alphornmesse Ende August mit mehreren tausend Besuchern. Auf der anderen Seite ist es natürlich möglich, Hochheide, Wandertage, Blaubeeren, Preiselbeeren, geführte Wanderungen, das Ganze etwas ruhiger zu machen. Und deswegen lohnt sich ein Besuch in Willingen allemal. Ja, mein lieber Jörg Wilke, schön, dass du ein bisschen Zeit hast für mich. Jörg, letztes Jahr 2019 viel Investitionen getätigt, das K1 Funktionsgebäude, K1 sowieso der Stolz hier, der Bahnbetreiber, die modernste Bahn nördlich der Alpen. Dazu kommt hier die Ettelsbergseilbahn, also quasi überhaupt nördlich der Alpen gibt es nichts Vergleichbares wie hier in Willingen, was an Bahnbetrieb ist. Dann dazu die Bikezone. Der Winter war nicht so optimal, das ist nun mal so. Ihr seid ein bisschen wetterabhängig, wenn es um den Skibetrieb geht. Und dann freute man sich eigentlich auf eine tolle Saison mit einem hochmodernen K1 Sessellift, mit wunderbar ausgestalteten Bikezones. Ja, und dann kam Corona. Ist doch ein kleiner Schlag erstmal, ne? Ja, das kann man schon sagen. Also es war bisher ein sehr herausforderndes Jahr für uns Liftbetreiber, das muss man einfach sagen. Der Winter, du sagtest es schon, war dünn dieses Jahr. Wir hatten an einigen Anlagen bis zu 44 Tage Liftbetrieb. Am Ettelsberg waren es deutlich weniger. Also das war wirklich sehr dünn. Und dann haben wir uns natürlich nach Abtauen des Schnees darauf gefreut, mit den Bikes starten zu können. Wir waren auch sehr gut im Plan. Aufgrund der Tatsache, dass der Winter kurz war, waren wir mit den Arbeiten der Revisionen und so weiter relativ schnell fertig, wollten am 20.03.
als erster Bikepark Europas ins Rennen gehen. Das wäre natürlich ein toller Aufschlag gewesen für die MTB Zone. Aber ja, zwei Tage vorher kam dann der Shutdown, der Lockdown durch Corona und ja, dann war es das auch erstmal mit der Bike-Saison, ja. Und so konnten wir dann erst am 15.05. wieder starten. Wenn, ja, 15.05., das heißt, als Ostergeschäft ist natürlich verloren gegangen, der 1. Mai ist verloren gegangen, ganz wichtige Themen, die Osterferien, wo eventuell auch schon Radwanderer und so weiter unterwegs sind. Aber jetzt sind wir ja nun mitten in der Ferienzeit. Wenn ich mir die Leute angucke hier, der Parkplatz ist durchschnittlich gefüllt. Eigentlich normaler Sommer für Willingen? Ja, also normal ist, glaube ich, nichts dieses Jahr. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So war es auch, glaube ich, nicht gemeint. Aber ja, im Moment, so, ich würde mal sagen, so seit 2,5, 3 Wochen haben wir hier bei uns am Berg an den Seilbahnen normalen Sommerbetrieb, wie auch die letzten 2 Jahre, auch guten Betrieb. Und ich denke mal, wir sind so als Seilbahnunternehmen so ein bisschen auch Spiegelbild der Tourismuswirtschaft. Also die Gäste, die hier im Upland sich aufhalten als Tagesgast oder eben als Übernachtungsgast, fahren halt zum Teil auch hoch. Und man kann das dann schon so ein bisschen abschätzen. Also ich würde sagen, seit 2,5 Wochen haben wir hier ein gutes Sommergeschäft auf einem guten Niveau der letzten Jahre. Aber ja, wie gesagt, davor der Anlauf, da liegen ja nun auch noch fast 2 Monate vor, 1,5 Monate, wo es sehr zäh war, der Anlauf, durch die ganzen Unsicherheiten, ja, und Einschränkungen und so weiter. Da sind wir natürlich froh, dass jetzt mal ein paar Wochen sind, wo auch ein bisschen Geld verdient wird. Man muss sich ja mal auf den Punkt bringen, wir leben alle davon. Nun dauert der Sommer nicht ewig, das heißt, große Veranstaltungen, von denen generell Willingen, nicht nur die Seilbahn, man muss ja sagen, generell Willingen sonst immer viel profitiert hat. Das ist wie das Bike-Festival, das ist wie das Harley-Treffen, das sind die Open-Air-Events und Ende August traditionell Siggi und seine Alphorn-Messe mit vierstelligen Besucherzahlen auf dem Ettelsberg. Alles das ist ja nun gecancelt, muss man so sagen. Und es kommt der Herbst, wo normalerweise die Zeit der Clubreisen war, der Junggesellenabschiede, der Partyszene hier in Willingen, Veranstaltungen wie Kongresse. Das heißt, da kommt wieder ein kleines Loch. Ja, es ist zu befürchten, denn wenn man sich so die Kundengruppen anguckt, die wir haben, wir sind zum Glück relativ breit aufgestellt in Willingen, aber jetzt haben wir den reinen Feriengast da, der ist hier, also ich sagte schon, Willingen ist relativ gut gebucht jetzt im Moment in dieser Phase, aber ich denke mal, das geht so bis Mitte August, bis die Ferien in den Hauptzielgebieten bei uns enden. Mitte, Ende August, so lange sind auch die Holländer noch da. Und dann wird es sicherlich ein bisschen ruhiger. Vom Willinger Rhythmus kämen dann natürlich Festivals und so weiter, Wochenendveranstaltungen. Dann kämen ja natürlich die sogenannten Clubwochenenden. Und die sind natürlich in der Regel ein bisschen feier- und getränkelastig. Und wir wissen alle, die gibt es dies Jahr nicht. Die fallen aus. Aber das ist ein Aspekt, aber man sieht auch unter der Woche, Busreisen gibt es noch nicht in dem Maß. Es läuft jetzt langsam wieder an. Das geht, ich bleib mal bei uns, los mit der Schulklasse, die nicht kommt und ihren Ausflug macht. Unter der Woche, ich rede gar nicht vom Wochenende, die Landfrauen oder irgendwas, das ist nicht da, die Tagungen sind nicht da. Und von daher gehen wir eigentlich schon davon aus, dass nach den Ferien wieder so eine kleine Delle kommt. Man muss mal schauen. Alles gut. Man muss einfach mal schauen, wie sich es entwickelt. Also da jetzt schon Wasserstandsmeldungen abzugeben, ist ein bisschen schwierig. Aber die Delle ist eigentlich jedes Jahr, ich sag mal, vom Ferientourismus hin, der Übergang zum Willinger Tourismus. Zum Partytourismus. Der ist fließend eigentlich. Der ist fließend. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie es ist. Wir haben sowas noch nicht mitgemacht. Also wir müssen mal schauen. Wir haben auch an den Wochenenden, ich kann es jetzt für uns sagen, natürlich auch einen Teil mehr an Tagesgästen, die einfach mal einen Ausflug machen, mal einen Tagesausflug oder vielleicht auch mal 2 Tage machen. Es wird vielleicht sogar zum Teil auch abgefangen werden können, zu einem kleinen Teil durch andere Gäste, die jetzt vielleicht nach Willingen kommen, da hoffen wir natürlich drauf, denn Willingen hat ja nun mehr zu bieten wie seine Zapfhähne und eine tolle Gastronomie, und von daher wollen wir mal schauen. Es sind viele Menschen, die Willingen jetzt
auf eine andere Weise entdecken. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage. In vielen Tourismusregionen in Deutschland war ja das Motto der letzten 30 Jahre höher, schneller, weiter, noch eine Attraktion, noch ein Event, noch. Corona hat dann Corona einen so ein bisschen geerdet und gesagt, halten, was wir haben, aber auch weg. Wir haben ja die Situation, dass im Süden, in den Bergen, in den Alpen, aber auch im Schwarzwald die Bürger schon auf die Barrikaden gehen, weil der Massentourismus denen einfach zu viel wird, die Wochenendausflügler. Dasselbe gilt natürlich für die See, haben wir hier auch nicht. Aber hin zu diesem Wander-, Fahrrad-, Gesundheitstourismus mit den entsprechenden Events, die dazugehören. Man muss ja die großen nicht abschaffen, aber man kann Events schaffen in Verbindung mit den Seilbahnen, in Verbindung mit den Wanderwegen, mit der Heide, mit der Natur. Also wir haben das ja eigentlich schon und wir praktizieren das eigentlich auch, aber es geht, das finde ich manchmal ein bisschen schade, alles sehr hinter unserer einen Sparte, dem ich sag mal Partytourismus, Wochenendtourismus, geht das schon so ein bisschen unter, was wir eigentlich sonst alles noch hier in Willingen haben und auch schon bewerben, aber es hat halt eine andere Priorität in der Außendarstellung, das ist leider so. Oder in der Wahrnehmung muss man eigentlich schon mehr sagen. Ja, aber wenn man jetzt sieht, jetzt kommen im August, werden die Blaubeeren reif, die Heide, geführte Wanderungen, pflücken, bis einem der Bauch platzt, was ja erlaubt wird, Preiselbeeren. Und im Rahmen auch der Tourismus ändert sich, die Leute sind bewusster, machen bewusster Urlaub. Das heißt, Fahrrad ist in, aber auch das Wandern ist ja seit Jahren auf dem zunehmenden Zweig. Ja. Das heißt, hier in der Verbindung, so junge Kerle wie ich, die also kaum noch die Treppe hochkommen, sich auf den Ettelsberg fahren zu lassen, eine geführte Wanderung 2 Stunden zu machen und irgendwo mir so ein Töpfchen Heidelbeeren oder Preiselbeeren zu pflücken, eigentlich ja ideal, gerade auch für das mittlere Alter. Ja, ist tatsächlich alles Sachen, die wir in ähnlicher Form schon anbieten über die Jahre, aber es wird sich ja jetzt aufgrund der Tatsache, dass dieser andere Bereich des Tourismus ein bisschen zurückrückt, wird das ganz sicherlich mehr in den Vordergrund kommen und hoffentlich auch mehr frequentiert, weil die Gegend da oben ist ja nun eine tolle Heidefläche, die wir dort oben haben. Ja, wird dann vielleicht mal wieder so ein bisschen ins richtige Licht gerückt oder in das Licht, wo es eigentlich hingehört. Ja. Aber auch, was du sagst, alternative Sachen. Mountainbike ist ja bei uns ein Thema. Da merken wir es dran, dass es eine gewisse, vielleicht auch Veränderung gibt am Bikepark, mit dem wir letztes Jahr in Betrieb gegangen sind, die MTB-Zone. Haben wir dieses Jahr auch wieder tolle Zuwächse verzeichnen können. Man sieht, die Menschen haben Spaß am Fahrrad, wollen auch fahrradtechnisch mal was anderes ausprobieren, vielleicht nicht nur die Touren fahren. Und auch das ist deutlich mehr geworden hier in Willingen. Man sieht viele Fahrräder oder Autos mit Fahrradträgern. Es ist wirklich richtig schön zu sehen. Aber auch bei uns hinten können wir wirklich feststellen, dass das Thema, und das ist ja ein natürliches Thema, dass das an Fahrt gewinnt und Wandern sowieso. Und natürlich, das ist ein Segment, was jetzt sicher stärker bei rauskommen wird. Ja. Ein ganz großes Event hier bei der Ettelsberg-Seilbahn war natürlich hier dieses Seilbahn-Dinner. Mhm. Das könnte theoretisch ja stattfinden, oder? Das hat schon 2-mal stattgefunden dieses Jahr. Ah, ja, hat man gar nicht mitbekommen. Weil die Gondeln sind ja mit 2 Personen besetzt oder 4 maximal. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein Event, das immer gerne angenommen wird und in der Regel schnell ausgebucht ist. Ja, ganz genau. Deswegen kommt es auch so selten in die Öffentlichkeit, weil es wird ja in der Regel in den Schlendertagen angeboten, der Gastronomen. Ja. Und weil das Gondeldinner relativ schnell ausgebucht war, also schon im letzten Jahr, 2 Veranstaltungen dieses Jahr, sind andere Veranstaltungen auch in den Vordergrund gerückt worden und deswegen ist es nicht so erschienen, weil es eigentlich ausgebucht war. Ah ja, aber das ist etwas, was trotz Corona ohne Probleme stattfinden kann. Ja, es war schon ein deutlich größerer Aufwand für die Organisatoren von den Hotels, aber die mussten halt aufpassen, dass in den Kabinen mit den 4 Personen wie gesagt, ein Familienstand saß oder sonst eben nur 2. Das hat man gut hinbekommen dieses Jahr mit ein paar Abstrichen. Ein paar Abstriche mussten gemacht werden, was die Personen anging. Aber ansonsten hat das sehr gut hingehauen. Und
Im Grunde sind es ja die sichersten Tische, die es gibt. Rundrum kommt keiner ran. Man kriegt Essen gereicht und fährt in dieser vertrauten Runde im Kreis. Also von daher, nein, es hat toll geklappt. Eine schöne Aussicht. Ja. Du hast gerade angesprochen zur Willing, auch zu den dem Betrieb hier der Edelsberg Seilbahn K1 gehört natürlich auch Gastronomie. Für die sieht es ja dann dieses Jahr doch etwas magerer aus als in, selbst wenn es ein normaler Sommer ist in diesen Jahren. Die Leute halten das Geld ein bisschen zusammen, aber auch der Aufwand, in einen Gastronomiebetrieb zu gehen, um da eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, ist ja relativ hoch. Die trifft es etwas härter, ne? Die trifft es etwas härter. Natürlich gerade die Betriebe, die ein bisschen getränkelastiger sind von den Wochenenden her. Aber auch jetzt im Sommer sieht man, dass es eigentlich gut läuft auf einem guten Niveau. Natürlich nicht auf dem der Vorjahre. Aber auch da, sage ich mal, hat es sich ein bisschen relativiert und läuft da auch relativ gut. Wo wir natürlich ein bisschen zurückfahren mussten, das ist zum Beispiel die Ettelsberghütte. Da haben wir mit unseren Pächtern, die da auch sehr verantwortungsvoll mit umgehen mit dieser ganzen Situation, zum Beispiel die Samstage komplett zugelassen in der Ettelsberghütte, damit eben wir nicht das zweite Ischgl werden hier in Willingen. Das will, glaube ich, niemand. Und von daher bieten wir jetzt da jetzt auch inzwischen wieder das komplette Programm an, von Sonntag bis Freitag. Aber samstags lassen wir aus Vorsichtsgründen derzeit noch zu. Mhm. Ja, wir reden von Sigis Hütte, also einer der weltweit bekannten Anker hier in Willingen auf dem Ettelsberg, der von sich aus sehr, sehr früh gesagt hat, wir machen das Ganze nicht mit. Zumal auch Sigis Hütte ja kein Open-End lokal ist, sondern schon relativ immer so um 17 Uhr sagt, so, nun geht mal wieder runter vom Berg. Ne? Ja, also die Hütte schließt traditionell von Anfang an eine Viertelstunde vor der letzten Talfahrt, damit eben die Leute auch noch vernünftig wieder ins Tal kommen und nicht durch die Heide stolpern und dann noch verlustig werden. Es ist nicht so schwieriger, wie Prognosen für die Zukunft zu treffen. Und wenn man das könnte, wären wir, glaube ich, alle Lottomillionäre. Trotzdem, wenn man ein Unternehmen wie Ettelsberg Seilbahn, die alles, was dazugehört mit K1 Mountainbike und so weiter, in einem Tourismushochburg hier betreibt, und das ist nun mal Nordhessen, Tourismusregion Nummer 1, der Kreis Waldeck-Frankenberg, muss man trotzdem ja einen Plan B für kommende Zeiten zumindest angedacht haben. Bleibt jetzt erstmal die Hoffnung vielleicht auf zumindest Kälte im Oktober, November, Dezember, dass man also die Skisaison doch einigermaßen über die Bühne kriegt? Ja, unsere Blicke sind natürlich, wir gucken natürlich einige Monate voraus, das muss so sein. Das ist im Moment natürlich auch noch so eine Frage, wie entwickelt sich die ganze Corona-Situation, wie viele Menschen dürfen wir pro Kabine befördern, pro Sessel befördern, dürfen zwei fremde Menschen überhaupt mit einem Schlepplift nach oben fahren? Da werden im Moment auch bundesweit Lösungen gesucht, wie man das verträglich, also gesundheitsverträglich und möglichst auch am Ende noch wirtschaftlich hinbekommen kann. Das ist ja vom Riesenvorteil, ne? Mit seinen 6 Sitzplätzen jeden zweiten freilassen, dann hat man ja schon den Abstand. Ne? Dann hat man den Abstand, aber auch nur die Hälfte Umsatz, das muss man ja auch klar sagen. Das ist wohl wahr. Es sind übrigens, möchte ich korrigieren, 8 Plätze. Oh, 8 Plätze, ja, okay. Nein, aber nichtsdestotrotz, man muss das mal ganz nüchtern sehen. Wir treiben einen sehr großen Aufwand im Winter, um zum Beispiel beschneite Skipisten oder Skibetrieb anbieten zu können durch die technische Beschneiung. Und das können wir nicht mit 50% Einnahmen, das geht nicht. Ja. Das ist wirtschaftlich nicht möglich. Zumal ja ein großer Faktor, den ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt, das Wetter ist. Ne? Ja, natürlich, da muss man ein bisschen Glück haben. Aber wir haben es eigentlich so, wenn man die letzten, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren und alle 4-5 Jahre hat man im Schnitt einen schlechten Winter wie den letzten dabei. Also wenn wir uns alle mal vernünftig zurück entsinnen, es waren nicht nur alles Jubelwinter. Nein. Wir haben hier von 2-3 Tagen, also in den letzten 20 Jahren von 2-3 Tagen Skibetrieb bis zu 130 Tagen Skibetrieb haben wir alles gehabt. Ja. Und im Mittel sind wir gut unterwegs mit über 80 Tagen im Schnitt. Und das ist in Ordnung und das wissen wir auch, dass es so ist. Mhm. Natürlich ist es ärgerlich, wenn es einen trifft wie letztes Jahr. Mhm. Aber
da jetzt auch der Sommer nicht so heiß war wie die letzten zwei aufgeheizten Jahre, haben wir eigentlich auch die Hoffnung und naja, der ein oder andere Meteorologe hofft da natürlich auch drauf, dass der Winter jetzt auch ein bisschen normalere Werte erreicht und ein bisschen kälter ist. Die Bike-Saison, die kann man eigentlich schlecht verlängern, ne? Nein, wir können von Tag zu Tag verlängern. Wir haben den Köhlerhagen jetzt zum Beispiel so gebaut, dass wir von einem Tag auf den anderen umrüsten können, ja, von Sommer auf Winter durch die zwei verschiedenen Sesselgarnituren, die wir haben. Also wir haben in den Stationen Umrüstarbeiten von 24 Stunden. Das heißt, wir können im Grunde sagen, heute machen wir Winterbetrieb und in zwei Tagen könnten wir wieder Bikebetrieb machen. Kann man das auch im Mixbetrieb fahren, jede zweite Gondel für Fahrräder? Derzeit noch nicht. Also beim Sessellift ist es noch nicht möglich, weil wir zwei verschiedene Einstiege haben und so weiter. Die Bahn an sich könnte es. Irgendwann mal vielleicht so sein sollte, dass die Winter trocken würden, könnten wir theoretisch parallel Bike- und Skibetrieb machen. Das wäre heute zum Beispiel mit der Kabinenseilbahn schon möglich. Ja. Hier können wir alles mit hochnehmen und wenn wir jetzt keinen Naturschnee in den Strecken hätten, könnten wir theoretisch Mountainbiker mit hochnehmen, theoretisch, oder Skifahrer. Wir machen es aus Sicherheitsgründen nicht. Okay, aber theoretisch, technisch das ist Problem. Vielleicht mal eine Option in der Zukunft, wer weiß. Weil wir gerade bei Optionen von der Zukunft sind. Hier Willingen hat angestoßen die sogenannten Arbeitstitel Grenztrails, also wo ich sag mal, in anderen Regionen unseres schönen Landkreises dann doch die Leute gezuckt haben und sagen, warum soll ich für sowas Geld ausgeben oder als Gemeinde und so weiter. Zufall oder nicht, eigentlich wäre jetzt genau der Punkt, wo man sagt, schön, wenn wir es hätten, ne? Weil Mountainbiking und Fahrradfahren ist im Trend. Absolut, also wenn das jetzt da wäre, wäre das ganz sicherlich ein topfrequentierter Spot, wenn diese einige 100 Kilometer werden, wenn es mal fertig ist. Also ich finde es ein tolles Projekt, dass man auch mal was gemeinsam macht im Landkreis. Ja. Aber natürlich verstehe ich das auch, wenn Kommunen sagen, die touristisch jetzt nicht den Mehrwert daraus ziehen können, dass sie sagen, uns ist das Geld zu viel dafür, wir müssen es für was anderes ausgeben. Aber es haben sich ja doch sehr viele gefunden, die das im Moment unterstützen, die daran teilnehmen. Und von daher ist das ja auch ein Projekt, was ausbaufähig ist, selbst wenn eine Kommune später noch nachsteuert und mitmachen möchte. Ja gut, aber du sagst, das ist ja auch etwas, wo man im Prinzip auch hier in Willingen mal drüber reden musste. Warum soll ich Geld ausgeben, damit der Jörg Wilke noch einen Lift bauen kann? Oder warum? Und warum muss man unbedingt ein großes Hotel mitten im Ort genehmigen? So war ja die Rede in den 70er Jahren und so. Und unterm Strich profitiert ja die Kommune davon, durch die Gewerbesteuereinnahmen, die Nebenbetriebe wie Übernachtung, Imbiss, Supermärkte, Campingplatzbetreiber. Eigentlich hat ja jeder was von, auch wenn er nicht immer gleich direkt den dicken Umsatz davon macht. Müssen wir im Kreis eigentlich auch so denken, gerade wenn es um die Grenztrails geht? Ja, ich weiß nicht, ob das, Willingen ist ja schon sehr tourismuslastig, im Kreis gibt es da sicherlich nicht viele Kommunen, die so aufgebaut sind, aber ich weiß nicht, ob das woanders so ein Gewicht dann hat, aber natürlich, jeder Euro, der kommt, da hat im Grunde nicht unbedingt jeder was von, aber in Willingen, wir leben nun alle vom Tourismus in der ersten, zweiten oder dritten Wertschöpfungsstufe, Zulieferer, Handwerker, hier leben alle davon, Einzelhandel, und von daher ist hier der Effekt sicherlich besonders hoch. Ja, aber letztendlich, sagen wir mal, im Kreis, wir hatten in 2018, glaube ich, 17,5 Millionen Wertschöpfung durch den Tourismus im gesamten Kreis. Das heißt, das Geld, das hier geblieben ist, netto, ne? Also was übrig geblieben ist, jeder dritte Arbeitsplatz hing letztendlich direkt oder indirekt am Tourismus kreisweit. Wir haben ja auch noch den Edersee und den Diemelsee. Es gibt ja nicht nur Willingen und Usseln hier bei uns. Also das ist schon richtiges Geld, was hier im Kreis verdient wird, ne? Ja, absolut. Da sind auch Seilbahnen eigentlich immer ein schönes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Also Seilbahnen sind ja, ich sag's mal, Motoren in Bergregionen, also Anziehungspunkte, wichtige Infrastruktur. Und es gibt Erhebungen aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Standorten, wo man raus sieht, dass jeder Euro, der an einer Bergbahn beispielsweise verdient wird, einen Multiplikator von 5,2 hat, im direkten Umfeld. Das heißt, wenn wir 1 Euro verdienen, gibt es 5,20 Euro nochmal, die in allen Wertschöpfungs-
Bereichen rundherum generiert durch die durch das Vorhandensein dieses dieser Seilbahn generiert wird. Und da sieht man schon, was das strahlt. Und ähnlich ist es ja natürlich dann auch in anderen Bereichen. Da ist die Seilbahn ja nicht alleine. Nein. Ja, trotzdem, was denkst du, ja, werden wir nächstes Jahr, wenn wir uns um diese Zeit hier, wäre schön, wenn man es wüsste, ne? Aber was hier unsere Upländer aussehen, ist ja auch ein gewisser Optimismus, ne? Ja. Ähnlich wie bei den Kölnern, wo es hieß, es ist schon immer gut gegangen, ne? Kütt wie kütt, und irgendwie blickt man ja doch nach vorne, man gibt das ja nicht auf, ne? Ja, also wie gesagt, jetzt wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir die Sommersaison und die Herbstsaison mit den Ferienzeiten maximal positiv abschließen können und dieses Jahr mit einem möglichst hellblauen Auge, also gut wie es irgendwie möglich ist, durch diese harte Phase kommen, die wirklich nicht einschätzbar ist. Wir haben es vorhin schon besprochen, aber zum Winter hin hoffen wir natürlich dann auch, zum Winter oder dann spätestens zum Frühjahr, dass uns die Medizin auch hoffentlich ein Impfstoff oder ein Mittel gegen Covid-19 irgendwo bereithält. Denn vorher wird das normale Leben, wie wir es kennen, in allen Bereichen nicht wiederkommen. Und das ist natürlich für uns als Freizeitbetrieb auch wichtig, wo wir in so vielen Sparten unterwegs sind, dass da was kommt, dass diese was gesundheitliche Rückhalt da ist. So die, ich sag mal, mag am neuen Tourismusmanager liegen, den ich übrigens noch nie kennengelernt habe, dass man doch jetzt auch enger mit der Region Diemelsee zusammenarbeitet. Man ist ja nicht so weit auseinander entfernt, und irgendwo gehört man ja beides Upland zusammen, ja. Dass man hier auch touristisch mit mehr zusammenarbeitet. Ist das vom Vorteil, wenn man hier Kräfte bündelt? Ich sag mal, wir haben eine starke Ferienregion in einem Nachbarbundesland, mit denen es gute freundschaftliche Beziehungen gibt. Nichtsdestotrotz hat man doch lieber, wenn das Geld hier ausgegeben wird, statt im Winterberg. Ja, aber das machen wir eigentlich schon länger. Es gab sogar vor 10-12 Jahren gab es sogar mal ein gemeinsames Gastgeberverzeichnis von Willingen und Diemelsee. Da sieht man schon, dass wir auch traditionell schon eng zusammenarbeiten, und auch die Betriebe, zum Beispiel, ich sag mal, die Göbelhotels sind an beiden Standorten vertreten. Das heißt, das verquickt sich auf allen Ebenen. Ein See haben wir in Willingen nicht, also in unserer Gemeinde in dieser Form. Das ergänzt sich auch sehr gut. Wir haben keine konkurrierenden Angebote. Es ergänzt sich eigentlich, wie gesagt, das ganze Thema Fahrradregion, Wanderregion. Das ist E1, Oplandsteig, Diemelsteig. Das ist alles schon verworben. Von daher ist die Zusammenarbeit an der Stelle sicher auf jeden Fall für beide Seiten eine sehr gute Sache. Ja. Bevor wir dann doch deine kostbare Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, ein Punkt ist, Waldeck-Frankenberg war einer der ersten Ökomodellregionen in Hessen. Inzwischen ist ganz Hessen Ökomodellregion, also das Alleinstellungsmerkmal ist weg. Und Ökomodellregion bezieht sich eigentlich immer auf die Landwirtschaft und regionale Produkte und so weiter. Aber heißt das nicht auch, wo wir drüber gesprochen haben, über diesen Naturtourismus, Heidelbeeren, Preiselbeeren in der Hochheide. Wir haben ganz spezielle Flächen hier, gerade im höheren hessischen Bergland. Und wir sind hier für Mitteldeutschland relativ hoch, also muss man ganz klar sagen, mit einer bestimmten Flora und Fauna. Ja. Dass man gibt den Geopark Grenzwelten, der Gott sei Dank jetzt eine junge dynamische Leiterin hat, die Kim Peis, die also viel mehr in die Offensive geht und sagt, und das machen wir auch noch hier mit Usseln, die Geostube Ohl oder so Wanderung. Müssen wir das eigentlich stärker in den Vordergrund stellen, zumindest, dass wir in Zukunft hier in der Region gleichberechtigt neben dem Partytourismus auch diesen Tourismus verstärkt ins Visier nehmen? Ja, und das passiert ja jetzt auch eigentlich schon, also vielleicht auch ein bisschen gezwungenermaßen jetzt durch Corona, man muss es ja so sagen. Und von daher rücken diese Bereiche, oder macht man sich in allen Bereichen um diesen Tourismusbereich mehr Gedanken, weil man es auch einfach muss jetzt derzeit, weil gewisse Sachen weggebrochen sind, und man erkennt jetzt mal, damit meine ich alle Leistungsträger auch vor Ort, nicht nur die Gäste, man macht sich jetzt mal Gedanken, was haben wir denn noch alles hier so, was sonst so vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde, und von daher ist das sicherlich auch eine gute Chance, dass
dass solche Bereiche jetzt ein bisschen mehr rausgearbeitet werden und in Zukunft vielleicht auch einen anderen Stellenwert bei uns bekommen hier im Upland. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Auch wenn man die Freizeitwelt sieht, die Freizeitattraktionen, die wir haben, das gibt es deutschlandweit nicht in der Massierung, wie wir es hier auf diesem engen Raum haben. Klar, das gab es immer schon, wir wissen das auch alle, aber den Stellenwert in der Außendarstellung hatte es vielleicht jetzt nicht. Und jetzt kommt so etwas mehr zum Tragen, weil das ganze Partythema ein bisschen nach hinten kommt. Mhm. Und das hoffen wir natürlich alle, dass das auch Auswirkungen für die Zukunft hat, gar keine Frage, ja. Nun hat Willingen noch einen riesen Vorteil, es liegt so ziemlich mittig zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, also das heißt im Umkreis von 150, 200 Kilometer ist man relativ gut, ist Willingen gut erreichbar. Ja. Dazu kommt eine ganz große Geschichte, war am Anfang, wurde nicht so gern gesehen, die Reaktivierung der Bahn zwischen Marburg und Korbach, also zwischen Frankreich und Korbach, um genau zu sein. Inzwischen hat das natürlich Riesenvorteile, dass man aus Südhessen mit dem Mountainbike bis an den Ettelsberg fahren kann. Ne? War dann Glücksgriff die Bahn? Ja, es hat noch nicht den Stellenwert oder den Grad, den es eigentlich haben könnte und sollte. Es ist besser geworden. Wir haben auch viele jüngere Gäste im Downhill-Bereich, die mit dem Fahrrad anreisen und so weiter oder einfach die Leute, die Touren hier machen. Das könnte noch besser sein. Und wir als Betrieb hoffen natürlich drauf, dass der Anschluss an die Bahn, unser direkter Anschluss noch besser wird. Ja. Das Projekt mit der Brücke über die Bahn zwischen der Talstation der Seilbahn und dem Bahnsteig, das ist eine Sache, die uns wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, um eben auch den öffentlichen Verkehr, also sprich Bus und Bahn, denn der Bus hält ja auch direkt dahinter, direkt an das Freizeitgebiet Ettelsberg oder im Winter auch ans Skigebiet anbinden zu können, um auch den ökologischen Faktor im Punkto Anreise und so weiter noch weiter nutzen zu können, wäre es eigentlich ein Frevel, denn Luftlinie sind es 250 Meter und das können wenige Orte in ganz Deutschland bieten. Von daher hoffen wir natürlich alle, dass das Projekt irgendwann umgesetzt werden kann. Ja. Gut, man muss ja sagen, es gab mal eine Zeit, wo man gesagt hat, naja, was interessiert uns Südhessen, Baden-Württemberg, unsere potenzielle Klientel sitzt also im Ruhrgebiet und so weiter. Das hat sich ja nun grundlegend geändert, dass man die Marketingstrategie inzwischen bundesweit fährt und eigentlich muss man ja sagen, Willingen ist ja eine Marke. Das, was viele Destinationen hier im Kreis gerne wären, ist Willingen ja schon seit etlichen Jahren. Ne? Auf jeden Fall. Und ich sag mal, wir werden mehr wahrgenommen, gerade im hessischen Raum, das bekommen wir ja auch mit. Ist gekommen auch viel durch das beschneite Skigebiet. Dadurch sind wir in die Aufmerksamkeitssphären der Rhein-Main-Leute gerückt. Aber unser Haupteinzugsgebiet ist und wird wahrscheinlich auch bleiben der Rhein-Ruhr-Raum. Liegt einfach an der dichten Besiedlung und an der Nähe. Ja. Wir haben hier, wenn wir einen Zirkel um Willingen stechen, in rund 2 Autostunden Umkreis wohnen 19 Millionen Menschen, das ist fast jeder vierte Deutsche. Ja. Und das ist natürlich von der geografischen Lage, haben wir da natürlich gute Voraussetzungen, auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein und dass wir da unseren Honig raussaugen können. Das gehört dazu, denn die fleißigen Bienchen brauchen ihre Nahrung, die den Honig produzieren. Jörg, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielleicht treffen wir uns im Herbst nochmal für ein kleines Resümee. Ich komme ja immer gerne hier in die Highlands, wie der Pressesprecher vom SC Willingen, der Dieter Schütz, sagte. Ich komme ja aus den Lowlands hier im Kreis. Also das gehört ein bisschen dazu, ein bisschen Spaß. Und trotzdem ist es eigentlich für mich schön zu hören, dass das Auge nicht violett, dunkelblau ist, sondern bis jetzt hellblau. Denn das gibt ja Hoffnung für die Weiterführung des Tourismus hier im Upland. Ja, es wird sicherlich ein hartes Brett. Also es hört sich also mit hell und dunkelblau an. Es ist wirklich im Moment eine knallharte und auch schwierige Situation mit einem kleinen Hoch, was wir im Moment haben. Aber ich denke mal, Ende des Jahres sind wir auch ein bisschen schlauer und wir hoffen, dass alle Leistungsträger es auch schaffen und über diesen Berg wegkommen, weil es ist wirklich eine harte Situation. Aber also wir sind im Upland Optimisten. Wir werden auch unsere Augen offen halten, wo wir noch was verbessern können, wo wir noch vielleicht
andere Schwerpunkte setzen können, und um also dann eben einfach im Geschäft zu bleiben. Da das bin ist ich so dabei mit diesem auch. Sanften, mit diesem Wandertourismus, mit Naturpark Niemelsee, der schließt ja in dem Fall mal Willingen mit ein, die sehr innovativ sind. Jetzt morgen bin ich in Usseln, da wird der Milchpfad vorgestellt. Mhm. Also das sind ja alles diese Dinge, wo du gesagt hast, sie müssen mehr ins Bewusstsein gerückt werden, nicht nur der Partytourismus. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Genau. Ja. Willingen lebt von der Vielfältigkeit. Oh. Und nochmal, das ist jetzt einfach die Chance und die Bühne für alle Attraktionen, die wir haben, abseits der Feierlichkeiten und der tollen Gastronomie, die wir hier haben, auch einfach mal einen Schritt weit nach vorne zu kommen, um auch eben vielleicht dann auch andere Gästegruppen noch auch mal weiterhin anzusprechen. Jüngere Leute, die inzwischen das Wandern und Radfahren entdeckt haben, aber auch für die Natur und für die Landschaft zu begeistern und nicht nur für die Partyszene. Ja, wir werden leider darauf reduziert, und das wird der ganzen Region, dem Ort und der Region einfach nicht gerecht. Und von daher, ich sage immer, es ist nicht so schlecht, dass es nicht auch für irgendwas gut sein könnte. Und das gehört sicherlich zu den Punkten, die ich positiv sehe. Ja, also wenn ich dann so im letzten Jahr mal die Berichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen, aber auch der Privatsender, da wurde Willingen zum Teil schon so als das deutsche Mallorca und Ballermann-Feeling und so weiter hergestellt. Und das stimmt ja wirklich nicht. Es verkauft sich auch besser. Das ist einfach so. Negative Nachrichten sind besten Nachrichten. Negativ, oder es ist halt ein bisschen spektakulärer, auch mal eine Rodelbahn oder eine Schanze oder ein Kurioseum zu zeigen. Das ist einfach so. Ja. Oder Wanderwege oder sonstige Trails und Bikeparks. Da ist das natürlich von den Verkaufszahlen für die Medien, für deine Kollegen sicherlich dankbarer wie manchmal, andere Geschichten. Manchmal ist es auch einfach nur das Sommerloch, weil man nichts Adäquates sieht. Das ist so, ja. Ja, vielen Dank. Ich danke dir.